Herr Huber, seit 5 Jahren gibt es jetzt IG Neue Schweizer Kuh. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Die Bilanz ist so, wie man es etwa bilanzieren kann, in der Viehzucht im Allgemeinen. 5 Jahre ist keine lange Dauer für eine Organisation und auch für uns, die uns mit der Tierzucht befassen. Ich bin aber zufrieden, dass wir als Interessengemeinschaft doch sowohl in der Tierzuchtpolitik wie auch in der Tierzuchtforschung, wie eben auch in der Tierzucht im Stall, haben können Menschen bewegen, haben können Einfluss nehmen, haben können zum Denken anregen, haben insbesondere auch der Zucht von der Milchkuh in Richtung Grösse etwas entgegenstellen mit dem, was wir vorschlagen und auch praktisch machen. Wie hat sich das Umfeld in dieser Zeit verändert? Am Anfang hat es ja, glaube ich, recht Gegenwind gehabt. Aber das Umfeld hat sich zu unseren Gunsten verändert, in dem Sinn, dass doch viele Landwirtschaftsbetriebe irgendwo merken, dass sie mit der Standardkuh, die immer grösser wird, im Stall, von den Stallplätzen her, von der Standplatzbreite her, zunehmend das Problem haben, dass sie auf der wirtschaftlichen Seite nicht einen riesen Fortschritt haben mit den grossen Tieren. Und vor allem merken wir auch, dass die Gesellschaft etwas anderes möchte, als was wir heute in der Zucht vorwiegend noch machen. Sie haben gesagt, Sie wollten in 2 Jahren das Präsidium abgeben. Was wollen Sie in diesen 2 Jahren noch erreichen? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt kommt wieder die Bemerkung, eben, Tierzucht ist ein langfristiges Geschäft und was man in 2 Jahren erreicht, das ist wahrscheinlich sehr wenig. Aber ich will, dass man ein paar Betriebe zusammenbringen, wo sich ganz konkret, ganz physisch konkret in Tierzuchtarbeit ins Stieren produzieren, auf der Schiene von denen Stieren, die wir gerne hätten, ins Stieren produzieren, ins Stieren anbieten, in das Geschäft hineinbeginnt.